Moin und willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, ich habe Spaß. Und ja, wieso sage ich so oft ja? Ich bin ein Held. Das ist jetzt der zweite Versuch, wo ich das jetzt versuche nachzukommentieren. Und ja, ich kommentiere es wieder nach. Ich habe vergessen, mein Mikrofon aufzunehmen. Ich finde es sehr etwas langweilig, wenn ich dann eine halbe Viertelstunde nicht laber. Deswegen glaube ich euch im Nachhinein zu. Ui, wir sind erst Level 6, 3%. Man merkt, dass das früh ist. Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich, glaube ich, schon ein bisschen viel, viel weiter. Schlossstufe 2. Ja, das ist auch was. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Schlossstufe 2, ich muss mein Schloss upgraden. Fliegendes Buch! Ich hole das fliegende Buch nicht. Wieso hole ich dieses fliegende Buch nicht? Hinten ist ein fliegendes Buch, das hole ich mir dafür. Der schöne Arkio-Zauber und Buch holen, das ist doch schön. Ah. Öffnen wir mal die Karte. Besenknecht Sonntagstart. Klamottenladen. Da ist der Beste. Zu dem müssen wir eigentlich gehen mit der Story. Aber ich, ja. Das dauert so circa 15 Minuten, bis wir da hingehen. Handbuchseite. Besenknecht Sonntagstart. Das 1750 gegründete Geschäft. Aha, ist das nicht schlecht? Also mir macht zumindest Spaß. Diese schönen Augentruhen. Wie viel man eigentlich im Nachhinein rauslernt, wenn man weiß, wie man es machen muss. Von Kollegen oder von anderen Leuten. Dann findet man auch raus, wie was funktioniert. Das ist schön. Erstmal die Tasche plündern im Klamottenladen. Aber ich muss echt sagen, den Klamottenstil in dem Spiel, weiß ich nicht, catcht mich jetzt nicht so wirklich. Ich finde fast etwas alt. Zuerst mal Tee getrunken. Handbuchseite, yay, Besenknechts Puppe. Das ist aber schön, so eine schöne Seite. Wir haben Level 7 erreicht, yay. Jetzt gehen wir da noch rein. Katzen. Also für die Miezetatzen. Schreiblehrlingskatzen. Da ist eine Truhe und da ist wieder eine kleine Truhe. Revelio. Grün gestreifter Handschuh. Accio. Okay. Buchseite, Domi, schnapp dir die Buchseite. Ja, Accio rettet unser Leben. Zumindest wenn es um Buchseiten sammeln geht. Da machen wir die Flohflamme, aktivieren wir. Ah, freue ich mich das nächste Mal, wenn ich das Spiel wieder spiele. Seite. Yay. Honigtopf. Der gute Honigtopf. Den kennen wir alle doch aus der Harry Potter Saga. Ich finde es vor allem cool, dass die Sachen teilweise wirklich alle gleich geblieben sind, die Namen. Wenn du ja überlegst, Ollivanders gibt's ja noch. Den Honigtopf gibt's ja, glaube ich, gibt's auch noch. Hogwarts gibt's noch, das heißt genauso. Das finde ich schon cool. Auch so die Häuser. Da ist ein Sack. Das ist halt. Gut, das ist die Frage, wann spielt eigentlich Harry Potter zu welcher Jahreszeit? Schauen wir doch mal nach. Revelio. Da. Die Harry Potter-Filme bilden in den 20er.
Achso, die Filme bilden in den 2000er und 2010er Jahren in etwa die Gegenwart ab, wenn die Pufflage in den 1990er Jahren spielt. Naja, okay, aber interessant. Das heißt, ich spiele in der Gegenwart. Das heißt, Hogwarts Legacy spielt so Legacy spielt so circa 150 bis 200 Jahre vorher. Revelio. Das ist aber, ja. Lass mich aber überlegen, Harry ist 10 bis an die Schule, 9 oder 10 an Hogwarts. Oh, Seite. Steine werfen. Platsch, 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 platsch. Ja. Laufen wir erstmal weiter. Ganz schön. Ach, die ersten 6 Minuten haben wir schon die Hälfte mal fast kommentiert. Revelio. Schon wieder ein Schloss. Aber ich finde es cool, dass ich jetzt komplett anders kommentiere wie beim ersten Mal. Ui, da ist ein Spiegel. Das eine ist so schöne Spiegel. Erstmal einen Amboss schlagen. Lumos. Oh, Hexenhut. Aber das finde ich recht cool, dass wir das eigentlich hinbekommen haben. Mit den Spiegeln so relativ selber. Und ich habe den Schmetterling gesehen. Das ist echt einfach, wenn du weißt, wo der Schmetterling sitzt, dann übersiehst du ihn nicht. Hier suche ich tatsächlich noch. Ich sehe ihn halt. Und jetzt habe ich ihn auf einmal gefunden. Und ich habe mich gewundert, warum, wo der Schmetterling herkam. Aber ja, war die ganze Zeit auf dem Pfosten gehockt. Und ich habe es nicht wahrgenommen. Ich liebe mich doch. So, Buchseite. Yay. Jetzt haben wir Handbuchseiten in Hogsmeade. Wir sind schon fast lieber. Fast lieber. Ja, fast wieder Level 8. Ganz cool. Freue ich mich drauf. Na, da gibt's nix. Kann ich das mit Zauberei betätigen? Bußseite Accio. Ja, 15 von 15 Bußseiten. Bußseiten Hogsmeade. Herausforderung abgeschlossen. Revelio. Level 8. Yay. Das ist wieder eine dieser Augenkisten. Da ist eine Bußseite. Und Akio. Yay, wir haben ihn sie gefangen. Super. Oh, das Spiel ruckelt ein bisschen. Bisschen schade, dass das Spiel hin und wieder mal ruckelt. Aber ja, so ist das Spiel leider. Finde ich ein bisschen schade. Und ja. Nein, wir gehen noch nicht zu Sebastian. Dafür ist es noch zu früh. Erstmal zu Ollivanders. Ich vermute, dass ich dort eine Brustseite vergessen habe. Wegen von den anderen Läden war draußen auch eine bei Ollivanders, habe ich draußen keine eingesammelt. Oder ich habe die draußen eingesammelt, da im Innenladen bei Ollivanders nicht nachgeschaut. Zonkos. Streicheladen. Hier bin ich dezent irritiert. Revelio. Warum es blinkt, aber ich nicht sehe. Schon wieder gepinkt und ich sehe nichts. Jetzt gehe ich erstmal raus. Und irgendwie finde ich diese Bußseite da draußen, wo ich mich immer noch gefragt, wo ich mich jetzt selbst beim zweiten Mal frage, wie konnte ich diese Bußseite da außen finden? Oder ob das jetzt einfach nur Glück war. Ich vermute fast, dass es nur Glück war, dass ich die da gefunden habe. Das erinnert mich ein bisschen an den Laden von den Weasleys aus der Harry Potter-Reihe. Revelio. Oh, was soll ich sagen? Buchseite, das ist ja eine Eule. Das war eine Eule, es war keine Buchseite. Da, einen haben wir außen übersehen. Zauberstabgeschäft. Ui. Accio. Revelio.
Wieso machst du Akio hier drin? Schade, aber hier drin gibt es keine. Ich weiß nicht, ob ich die schon eingesammelt habe oder nicht, vorher schon. Aber zumindest haben wir die draußen jetzt eingesammelt, wo ich vorher vergessen hatte. Es gibt bestimmt noch einige Booster, aber dafür brauchen wir erstmal Alolomora. Ich glaube Alolomora. Da ist ein Spiegel. Ich glaube, dass es Alolomora ist, wegen der Schlüssel. Davon gibt es verschiedene Stufen, habe ich noch rausgefunden. Jetzt nicht. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so kleine. So irgendwas gern Video kurz geschaut. So Tipps, bevor du Hogwarts Legacy anfängst. Über das. Also, oder Infos, die wo ich gerne früher gewusst hätte. Und ja. Da bin ich darauf gestoßen. Schmetterling, komm. Und da hat er zu mir gesagt, das sind die Al- Also hat er gesagt, für die Schlösser zum Aussperren brauchst du die Alolomora-Zauber. Aber ich habe mir nicht angeschaut, wo ich die herbekomme. Ich weiß nur, es gibt 3 Stufen und dementsprechend sind die Schlösser 1, 2, 3 Stufen. Ich dachte irgendwie, ich muss mein Schloss upgraden. Das wär auch cool gewesen. So, Schloss upgraden, dass du erst in verschiedene Bereiche reinkommst. Das wäre schon geil gewesen, so vom Spielsystem her. Aber ja. Sieht man, wie viele Läden man noch plündern kann. Wie viele Häuser man noch plündern kann. Läden, Häuser, wie man es nimmt. Da ist noch ein Spiegel. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie ha, und noch eine Flohflamme entdeckt. Die Flohflammen finde ich echt cool eigentlich. Da haben wir, glaube ich, noch nicht den richtigen Zauber. Ich glaube echt, dass wir da noch den richtigen Zauber haben dafür. Ein Stück Mauer. Bei Bäumen. Das sehe ich Bäume und eine Mauer. Das schaut doch schon mal gut aus. Ich habe mir nicht angeschaut, was das da hinten ist. Irgendwie habe ich mich da nicht hingetraut. Fand ich ein bisschen schade. Aber okay. Dann eine Booster der Akio. Ha! Da diese Pflanzen. Ich weiß nicht, warum ich da nicht hingegangen bin zu diesen Drachen. Hätte ich cool gefunden, aber ich habe es irgendwie nicht getan. Gut, vielleicht spoilere ich euch auch ein bisschen voraus, aber ich habe es nicht getan, leider. Bisschen schade, aber ja, so ist es halt mal. Da ist ein Sack. Erstmal das Tor öffnen. Häschen! Hühnchen! Bilder anschauen. Baum und lila rosa Bäume. Da ist ein Tor und da ist so ein Mauereck. Ich weiß nicht, warum ich das Bild gerade eben so lange anschaue. Das kann ich euch jetzt nicht beantworten, aber da habe ich die rosa Bäume. Da habe ich normale Bäume. Also probieren wir es einfach mal da oben. Da! Da ist der Schmetterling. Gefunden. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo der Spiegel ist. Das ist mein Problem. Und sobald ich den Lumos Tower wegmache, er da klettern will. Ja. Revelio. Lumos. Da ist der Spiegel und ich hätte jetzt einen schönen großen Umweg außenrum gemacht. Das ist ja typisch Dombi. Sowas kriege ich zu oft hin. Ah, ich bin gleich fertig mit Kommentieren, das ist schön. Kann ich die Folge euch gleich geben? Ah, heute ist Mittwoch und morgen kommt die Folge für euch. Ah. Ah, bisschen müde noch von der Nachtschicht, aber okay. Was?
Zop. Danke, mir zu Sebastian. Und dann hört ihr gleich mich selber in live wieder. Bis gleich. Soll ich mich umbringen? Wieso habe ich mein Mikrofon oben seit 15 Minuten? Wieso passiert mir das andauernd? Ah, egal, ich nehme jetzt weiter auf. Was ich brauche. Perfekt. Hast du alles für deine Schwester bekommen? Das habe ich. Dann steht uns die Welt jetzt offen. Mal sehen, was wir sonst noch anstellen können. Voll. Confringo! Levioso. Numus. Schwächen wir ihn denn überhaupt? Levio, weiter so! Ewig hält er das nicht aus! Ah, ich aber auch nicht. Was war das? Genau das, was er verdient. Gut gemacht. Findung. Achtung. Vioso. Confringo. Er lässt nach. Noch ein paar Treffer sollten reichen. Levioso. Ah, das ist ja was. Oh nein, noch ein Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Anscheinend. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zur Aurorin, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Das ist ein Office? Reparo. So gut wie. Hallo. Ich schaue mal, was er will. Hab ich das richtig gesehen? Hier gibt's eine Buchseite? Hey, hier gibt's eine Buchseite. Das ist ganz. Stopp, das da wollte ich machen. Revelio. Lumos, Reparo. Revelio. Reparo. Ah, doch. Okay, ich dachte schon, jetzt was ist das? Professor Singer, eine Sorge weniger. Aber sehr klug, dass er Spiel sagt. Wir brauchen Reparo-Zauber.
Zum Glück habe ich den vorher nochmal gelernt. Revelio. Ladeninhaber. Mr. Hill spricht in höchsten Tönen von dir. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trollen. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben. Zum Dank für Ihre heutige Tat. Danke, Sir. Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig von Ihnen. Das ist doch das Mindeste. Dann probieren wir das hier doch mal an, ja? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Des Mantels und Umhänge und Drücke. Ich finde, wir haben uns ein Butterbier verdient. Meinst du nicht? Dann vergesse ich vielleicht, dass ich fast zu Trollfutter wurde. Da bin ich ganz deiner Meinung. Perfekt. Die drei Besen sind gleich hier lang. Warte kurz. Nicht im Winter. Huch. Pflanzen. Okay. Nachrichten. Weißt du, was ich was das ist? Ausrüstung wollte ich jetzt eigentlich hin. Wir haben nämlich neue, bessere Handschuhe, die wohl zwar schlechter ausschauen, aber ja, sie haben bessere Werte erstmal. Erscheinungsbild ändern. Ja, gut, da haben wir noch nichts, wie es ausschaut. Also ein Hexenhut steht mir irgendwie nicht wirklich, muss ich gestehen. Ein Schal. Was bringt mir das Zeug, wenn ich es zerstöre? Ich weiß es nicht. Aber wir gehen jetzt erstmal noch was verkaufen hier bei dem Typen. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Oh. Ein Ravenclaw-Schal. Ui. Coole Handschuhe. Gegenstand verkaufen und Gegenstand verkaufen. Quidditch-Uniform. Aktionsumhang. Der schaut halt cool aus. Und der Weiterschal mit Hauswappen. Ausrüstung. Ich glaube, wir brauchen so ein normales. So unser normales Outfit müssen wir unbedingt ändern, wegen das schaut scheiße aus. Aber vielleicht ist auch einfach dieses Zeitalter halt das. Wir so haben heute viele Waren.
Lassen Sie sich Zeit. Erstmal Gegenstand verkaufen. Schade, dass der nicht so viel einbringt. Verteidigung 19. Gehen wir erstmal. Ach, schon wieder. Wieso treffe ich immer das Inventar? Kann mir das irgendeiner erklären? Oh, schaut schon viel besser aus. Okay. Zwar schon uns. Also, wir müssen so ein bisschen was noch ändern. Okay, das schaut schon geil aus. Erscheinungsbild ändern. Das ist jetzt nicht optisch so geil. Ich muss tatsächlich sagen, dann nehme ich lieber das da. Schon viel cooler aus. Also er schaut optisch schon viel, viel cooler aus. Okay. Also jetzt gefällt ich mir optisch sehr. Kurzes Standbild und... Revelio. Ah, das zweite. Wenn da drin nicht das totale Chaos herrscht, triffst du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Es ist gut, sie zu kennen. Ich hatte schwarz. Wieso hatte ich Black Screen? Sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind dran, dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Hier. Wurden wir entdeckt? Ich glaube nicht. Was hat der Kobold mit Victor Rookwood zu schaffen? Renrock arbeitet mit Rookwood? Der Kobold vom Tagespropheten? Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, los, gehen wir in die drei Besen rein. Oh. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Oh, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ich bin das erste Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Dieser Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein einen Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Vielen Dank. Aber gern. Im Ernst. Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Wie passend.
war das Lodgok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Viktor. Wenn sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Die arbeiten aber Trolle? Zusammen. Ranrock und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. In diesem Sinne, ich denke, wir sollten zum Schloss zurückkehren. Na, dann gehen wir mal ins Schloss. Ich will eigentlich mal ein Butterbier trinken. Warte mal ganz kurz. Velio. Ich bin froh, dass Sirona da war. Ich sagte doch, sie ist eine von den Guten. Ja, das sehe ich. Sie schien gar nicht eingeschüchtert von Rookwood und Harlow. Du musst mir aber erklären, warum Viktor Rookwood es auf dich abgesehen hat. Vielleicht später. Erstmal sollten wir zurück ins Schloss. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich riskiere lieber keine Strafarbeit, weil wir zu spät zurückkehren. Na dann, Gemeinschaftsraum gefunden. Ah, das Spiel ist aber so schön. Leider ist das Ganze ein bisschen nervig, aber das Spiel ist an sich schön. Ribelor lässt nahe. Ach ja. Also kommen Sie zu mir, ich habe etwas in dem Medaillon, das wir in Gwinkurz gefunden haben, entdeckt. Ah, okay. Protego! Oh. Kommen Sie zu mir, ich habe etwas im Medaillon aus Gwinkurz entdeckt. Sprich mit Professor Fitch. Jetzt habe ich mir eigentlich Helvenclaw ausgesucht. Bin ich jetzt gelandet? Irgendwo falsch?
Ich hätte nach oben gehen müssen, glaube ich. Stattdessen bin ich erstmal nach unten gegangen. Auch gut. Ah, hier geht eine Treppe nach unten. Okay, interessant. Also Treppensteigen ist schon nervig in diesem Spiel, muss ich gestehen. Aber hey, wir haben schon mehr Zauber drauf mittlerweile. Mit 4 Zaubern kommen wir echt weit. Alter, wo ist der Typ? Da rennst du ja wirklich von Gebäude zu Gebäude. Weil mich würde auch interessieren, welche Fächer der eigentlich unterrichtet. Hier waren wir aber auch schon. Huch, Wand getroffen. Revelio. Oh, Kiste. Huch, das ist keine Toilette. Wieso kackt jetzt das Spiel wieder ab? Hallo, Spiel. Hast du dich wieder einbekommen? Nein. Warum jetzt auf einmal wieder? Ich verstehe es nicht. Es läuft einmal frei und dann auf einmal von jetzt auf gleich wieder Probleme. Und jetzt läuft es wieder flüssig. Hä? Ich glaube, einfach stehen bleiben ist nichts mehr, wenn ich merke, dass es anfängt zu lecken. Revelio. Doch, Kiste, plündern. Oh, neuer Schal. Kann man sogar so lassen eigentlich. Professor, schön Sie zu sehen. Sie auch. Merlin, seit wann sind Sie unversehrt? Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle trugen Rüstungen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber? Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Serona und die Gäste im Drei-Besen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Sie wollen das Medaillon. Professor, Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt. Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt, in die verbotene Abteilung. Und etwas weiter.
Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Gehen wir? Ich weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen. Und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in einer Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Was ist hier? Oh, ja. Da ist doch irgendwas. Revelio. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Lumos. Ich weiß, den Schmetterling habe ich gesucht vor zwei Folgen oder so. Oben gewesen sein. Oder das Bild war oben. Da hinten ist es. Ha, gefunden. Damit ich mal kurz da rein. Unter mir, Nebenquest. Revelio. Nein, hier keine. Noch weiter unten. Was haben Sie jetzt vor? Da, Nebenquest. Ob mir eine freundliche Seele hilft? Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Noak, das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Tut mir leid, dass... warum hast Tut mir leid, dass die anderen nicht netter waren. Das ist nett. Es gibt hier wohl doch ein paar freundliche Menschen. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Koboldsteine? Das klingt nach Spaß. Das wollte ich den anderen auch erklären. Menschen können so grausam sein, nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Da haben sie aber ziemlich überreagiert. Allerdings. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Gerne doch. Dann kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Ja, das ist...
Huch, wir sind schon wieder bei einer Dreiviertelstunde. Ich habe gesagt, wir farmen dann nächste Runde. Ich glaube, nächste Runde. Also, bis dann. Ciao, ciao.